Bevor wir alle ins wohlverdiente Wochenende verschwinden, noch ein paar Anmerkungen zu dem, was Jerome Powell heute gesagt hat, welche Folgen das haben könnte. Und klar, das, was heute erwartet wurde, war natürlich das Highlight des Tages, vielleicht der ganzen Woche. Was wird der Fed-Chef sagen? Wie wird er sich verhalten? Und wird er da vielleicht ein paar Zugeständnisse machen, nachdem wir ja schon so ein paar Stresssymptome im System gesehen haben? Aber man kann sagen, das hat er nicht. Er hat keine Zugeständnisse gemacht. Er hat im Wesentlichen eigentlich das wiederholt, was die Fed bei ihrer letzten Sitzung schon gesagt hat. Also es war jetzt nichts, wo man sagt, da ist ja ein total neues Element, aber da waren doch ein paar Dinge dabei, die bemerkenswert sind, auf die ich gleich hinweisen werde, denn schon der erste Satz, den Powell gesagt hat, als er mit seiner Rede in Jackson Hole begann, war: ja, letztes Jahr habe ich eine Rede in Jackson Hole gehalten und diese Rede hat es in sich, die war kurz, deswegen sagte er, diesmal wird die Rede länger. Damals war die Rede sehr kurz, 7 Minuten, er hat richtig eine Philippika losgelassen und die Märkte damit über 3% ins Minus geschickt, weil er sagte, indirekt, Subtext, die Botschaft damals seiner Rede war: hey, ihr nehmt mich nicht ernst, ihr nehmt die Fed nicht ernst, weil die Märkte spekuliert hatten, dass die Fed schon irgendwie bald die Zinsen senken würde, weil die Inflation ein bisschen runtergekommen war, und dementsprechend war er sehr harsch. Und er begann dann die heutige Rede in Jackson Hole mit den Sätzen: ja, ich habe die gleiche Botschaft wie vor einem Jahr, nur ist die Rede etwas länger, so könnte man es zusammenfassen. Und das, was der Inhalt dieser Rede war: wir sind bereit, die Zinsen weiter anzuheben, wenn nötig. Wir werden, und das ist der sehr hawkische Punkt aus meiner Sicht bei der ganzen Geschichte, denn es gab zuletzt eine Diskussion, angestoßen von Leuten wie Larry Summers, wie Jason Furman, wie dann auch Paul Krugman, die gesagt haben: hey, wir haben doch jetzt eine andere Welt irgendwie, so ein Post-Corona-Zeitalter, da können wir doch einfach mal die Inflationsziele von 2 auf 3% nach oben bringen, und das würde dann bedeuten, da wir ja in Sichtweite der 3% derzeit sind in den USA, naja, dann musst du ja nicht so viel tun gegen die Inflation. Das wäre also sehr, sehr dovish gewesen, aber hier eine ganz, ganz klare Absage von Jerome Powell: nein, wir behalten das Inflationsziel bei 2% und werden eben dadurch weiter restriktiv in der Geldpolitik vorgehen müssen, um das Ziel zu erreichen. Dann sagte er, wir brauchen wahrscheinlich einen schwächeren Arbeitsmarkt, um die Inflation nach unten zu bringen. Und wenn die Wirtschaft über dem Trend wächst, dann müssen wir die Zinsen weiter anheben. Es war auch natürlich eine vorsichtige Rede, kann man sagen, denn es ist ja wahnsinnig schwierig. Also in seiner Haut möchte ich nicht stecken. Er hat gesagt, we are in a position to proceed carefully. Nick Timmerhaus, das Sprachrohr der Fed gewissermaßen beim Wall Street Journal, sagt, das war eine Risk Management Speech, und immer wieder dieses carefully, und wir gucken dann auf die Daten. Das war natürlich auch das, was Paul gesagt hat, und die Daten, da kommt Ende nächster Woche kommen die US-Arbeitsmarktdaten, die wären natürlich wichtig, und dann am 13. September die neuen Inflationsdaten für den August, und meine Erwartung ist, dass die Arbeitsmarktdaten schwächer ausfallen, die Inflationsdaten aber höher ausfallen, und das wäre für die Fed natürlich ein unschönes Szenario, denn wir sehen hier schon, wie diese gestiegenen Zinsen jetzt immer mehr sich auswirken, negativ auswirken für die US-Konsumenten. Wir hatten ja zahlreiche Warnungen von Konzernen aus dem Einzelhandelsbereich zuletzt, Foodlocker, wie sie alle heißen, meine Damen und Herren, ich brauche es jetzt nicht aufzählen, Macy's. Hier sehen wir mal die Delinquency Rate, die jährliche Veränderungsrate, und die geht scharf nach oben. Viele Einzelhändler haben gewarnt, die immer mehr Konsumenten in den USA, die bezahlen nicht oder nicht mehr pünktlich ihre Schulden. Das wiederum ist ein Problem natürlich auch für die Banken. Jetzt beginnt in den USA die Schulzeit wieder. Normal kommt da so ein Push nochmal beim Konsum. Die Schüler brauchen Schulmaterial, neue Lehrer werden eingestellt. In der Regel führt das zu mehr Konsum. Mal sehen, wie die Dinge hier diesmal ausfallen. Aber hier sehen wir mal diese Personal Interest Payments, wie stark das jetzt angestiegen ist, wie steil das nach oben geht. Und da die Amerikaner meistens von der Hand in den Mund leben, von Paycheck zu Paycheck, tut das natürlich richtig weh. Das schränkt den Konsum ein. Und Paul aber hat darauf überhaupt nicht reagiert, hat die Konsumenten überhaupt nicht erwähnt oder eine potenzielle Schwächung der Konsumenten überhaupt nicht zur Kenntnis genommen in seiner Rede. Und so sehen wir viele Konsumaktien, wie ich gestern schon gezeigt habe, ob Disney, ob Dollar Tree, ob Nike, ob hier
Sportwarengeschäfte, Dirk Sporting Goods sind massiv unter Druck. Gleichzeitig hat man das Gefühl, naja, die Statistiker oder die Prognostiker in den USA, die leben in Fantasyland, denn Atlanta Fed GDP jetzt bei 5,9%. Wie Bob Elliott gesagt hat, das ist wahrscheinlich der Höhepunkt des Soft Landing Narrativs, das sich bald zerschlagen wird. Aber auch die befragten großen Player, Fondsmanager am Markt, die von der Bank of America befragt werden, die sehen wahnsinnig viel Soft Landing und das angesichts einer so deutlich verschlechternden Situation für den Konsumenten in den USA, der jetzt dann noch die Student Loans, die Studentenkredite, wird er zurückzahlen müssen und dass da Abhilfe kommt, dass also irgendwie zum Beispiel die Kapitalmarktzinsen, das zeichnet sich nicht ab. Wir sehen in Reaktion auch auf die Rede von Jerome Powell vor allem die kürzer laufenden Anleiherenditen nach oben gehen. Die reagieren am stärksten auf die Fed-Politik, weil eben kurzes Zeitfenster betrachtend. Hier sehen wir etwa die zweijährige Anleihenrendite jetzt wieder über 5% gestiegen. Wenn sie so schließen würde, wie sie noch vorhin der Fall war, nämlich über der 5,06er Marke, dann wäre das der höchste Stand seit der Finanzkrise. Wir sehen die Realrenditen, fünfjährigen Realrenditen, die sind jetzt bei 2,26%, auch höchster Stand seit der Finanzkrise. Und Paul dann fast poetisch heute, we are navigating by the stars under cloudy skies. Also man ist unter einer dichten Bewölkung und orientiert sich an den Sternen. Jetzt sagt Sven Henrik, nein, die Fed is lost at sea. Die hat sozusagen die Orientierung auf See verloren. Also das ist natürlich die große Frage, was da jetzt wirklich die Fed machen kann in dieser schwierigen Situation. Denn die Erwartung ist, meine Erwartung und die Erwartung manch anderer auch noch, dass die Inflation wieder einen Push bekommt durch steigende Energiepreise, durch die Effekte der Lohnsteigerungen, die wir gesehen haben. Und das ähnelt so ein bisschen diesem Zeitraum zwischen 66 und 1976, ich hatte gestern schon gesagt, oder auch zwischen 1972 und 76, bevor nach dem Ölpreisschock, bevor dann 79 die Iran-Revolution kam, ging die Inflation schon wieder deutlich nach oben, nachdem sie nach dem Ölpreisschock hoch war, dann gesunken ist und dann wieder gestiegen ist. Also das ist das Problem, die Fed, wenn sie wirklich die Inflation bekämpfen will, dann wird das natürlich schwierig mit Zinssenkungen. Das reflektiert sich jetzt im Dollar. Hier sehen wir, der Dollar ist dann wahrscheinlich, je nachdem wie wir rausgehen, aber sehr wahrscheinlich 6 Wochen in Folge gestiegen, ist natürlich jetzt schon im überkauften Bereich. Wir haben den höchsten RSI seit September 2021, sind auch ziemlich weit oben am Bollinger Band, aber wir bräuchten irgendwie einen Game Changer, ein verändertes Narrativ, dass der Dollar jetzt nicht attraktiv bliebe, dass der Dollar, der ein Stück weit auch ein Risk-Off-Hafen ist, der also ein sicherer Hafen ist für diejenigen, die irgendwo hinflüchten müssen und vor allem die Welt ist in Dollar verschuldet. Steigender Dollar ist da ein Riesenproblem und steigende Zinsen ist ein Riesenproblem für die amerikanische Regierung, denn wir sehen, wir haben jetzt praktische Zinsbelastung von 19,7% der Einnahmen der USA. Als wir 2011 schon mal diese Schuldenanhebungsgrenzen-Drama hatten, da waren es 16,9, also deutlich weniger. Wenn jetzt hier die Dinge so weiterlaufen, dann steigt das in 10 Jahren auf 25% der gesamten Einnahmen der USA. Und wenn die Aufnahme neuer Schulden so weitergeht, im selben Tempo weitergeht wie zuletzt gesehen, dann würden die Schulden steigen von 32 Billionen auf 140 Billionen. Im Jahr 2050 bei eben diesen Zinsen. Also das kann irgendwie nicht funktionieren. Die Zinsen müssen irgendwann runter, sonst macht es Bums. Aber was tust du, wenn die Inflation nicht runtergeht? Vielleicht wird eine Rezession das Problem lösen. Wir werden sehen. Fed-Mitglieder haben sich dann geäußert, befragt, etwa von Bloomberg, etwa der gute Harker, der gesagt hat, naja, also ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal pausieren mit den Zinsen, denn ich spreche mit vielen Leuten, so hat Harker es heute gesagt, und die sagen mir, ja, also dass die Lage, die wird schwieriger für uns, wir haben nicht mehr diesen Inflationsdruck wie früher, lasst uns doch erstmal abwarten, wie die Dinge sich gestalten. Dagegen Mester, die eher auf der hawkischen Seite ist, der Fed, die sagte, wir haben wahrscheinlich mehr zu tun, und die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, ist noch zu hoch und vor allem der Arbeitsmarkt ist noch zu stark. Also wir sehen, die Fed ist innerlich oder im Inneren nicht einig, wie das Ganze weitergehen soll. Wir haben jetzt um und bei so eine Chance von 20%, dass im September die Zinsen nochmal steigen und eine Chance von, was war das?
Ich glaube knapp 50%, dass wir bis Jahresende nochmal eine Zinsanhebung sehen werden. Also das bedeutet für die Aktienmärkte, sie brauchen irgendwie einen Game Changer nach dieser hässlichen Umkehr, die wir gestern gesehen haben. Beste Nachricht ever, Nvidia, alle euphorisch, und dann dieser ziemlich herbe Sell-off, der da passiert ist, der aus meiner Sicht antizipiert, dass da eben Schwierigkeiten bei den Konsumenten entstehen, dass die Wirtschaft dadurch sich stark abschwächt, aber die Fed eben nach wie vor in diesem hawkischen Modus ist, und solange die nicht da aus diesem hawkischen Modus rauskommt, vor allem Jerome Powell, wird es eben schwierig für die Märkte. Aber da Sie wissen, dass ich Dauerbulle bin und immer an steigende Aktienmärkte glaube, hier mal eine Aussage von Frank Capelleri, der sagt, als das letzte Mal, dass wir gesehen haben, dass der S&P 500 1% gestiegen war, um dann mehr als 1% oder um und bei 1% zu fallen, nachdem er zuvor 1% gestiegen war. Das war im März 2017. Und das war nach dem März-Tief, 13.03.2017 war ein Tief, und dann ging es massiv nach oben. Also hier diese drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die könnte sich auch invalidieren, also die könnte ungültig werden. Wir werden sehen, gell, ich bin total bullisch, aber mir fehlt ja ein bisschen der Glaube, wir brauchen das Narrativ dafür, einen Gamechanger. China wird es nicht sein. Hier weiter Schwäche. China, der oder Xi Jinping ist das große Problem aus meiner Sicht, der nach wie vor Großartigkeit über Wachstum stellt, Sicherheit über Effizienz. Er will alles kontrollieren und Resilienz über Comfort. Er will nicht mehr Wachstum auf alle Kosten. Vor allem soll das nicht so ein westliches Wachstum sein, und die Kosten dafür werden immer größer. Der Stimulus bringt auch nicht mehr viel. China hat ja schon mehrere Stimuli gemacht. Die Effekte werden immer geringer. Das ist so wie bei, was weiß ich, einer Droge oder Medikamente. Je öfter du es nimmst, umso weniger wirkt es. Das gilt auch für Deutschland. Da bräuchten wir schon sehr viel Medizin. IFO-Index jetzt wieder rückläufig, die aktuelle Lage wird so schlecht beurteilt wie seit August 2020 nicht mehr, also aus dem Corona-Jahr. Nicht gerade ein Ausweis für Boom, das gilt besonders derzeit für Immobilien, viele Immobilienentwickler pleite. Der Immobilien, der Bausektor, das hat IFO heute auch gesagt, wirklich schwer, schwer unter Druck. In Frankfurt wurden 38 neue Wohnungen verkauft. Hier ein Artikel aus der Welt, und man will ja sozusagen die raus aus den Fossilen, was ja durchaus Sinn macht, aber man hat eben noch keine wirkliche Alternative dafür. Das auch ist eben einer der zentralen Inflationstreiber, diese strukturelle Inflation neben Arbeitskräftemangel, neben dieser Entkoppelung mit China, die inflationär per se ist. Globalisierung war deflationär, Deglobalisierung ist inflationär, dementsprechend haben die Notenbanken große Schwierigkeiten. Jetzt kommt eben noch dieser Wechsel hin zu den alternativen Energien sozusagen, und das wird begründet natürlich mit all diesen furchtbaren Naturkatastrophen, und die sind auch furchtbar, will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur, wenn wir uns mal die Fakten anschauen, man hatte das Gefühl, Waldbrände, Griechenland, dann, wo war das, Teneriffa, Spanien, überall, Welt geht unter wegen Klimawandel, hören Sie dann auch immer ein Radio von Kommentatoren, ja, Klimawandel, dann stellte sich raus, bei Teneriffa war es Brandstiftung, und in Griechenland wahrscheinlich nicht, soweit ich weiß, aber in der Summe, wenn wir uns mal die Waldbrände anschauen, zwischen 2012 und 2019 und dem aktuellen Jahr, dann sehen wir, dass wir da in Europa über 4% drunter sind, unter dem Mittel, das wir in diesem Zeitraum hatten. Damals gab es wahrscheinlich auch schon ein Stück weit Klimawandel, aber jetzt ist das so wahnsinnig im Bewusstsein. Während vor allem die Americas, vor allem Kanada eben, durch die Brände deutlich drüber ist. Aber es berichtet niemand, dass wir eigentlich weniger Brände haben in Europa, sondern es wird so getan, als sei die Apokalypse jetzt unmittelbar. Und so wird diese Hysterie dann eben noch gefördert. Drei Hinweise zum Schluss, meine Damen und Herren, vor dem wohlverdienten Wochenende. Ist jetzt das ein perfektes Zeichen für das Ende der Rallye? Der gute Mike Wilson von Morgan Stanley sagt das. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie da. Zweite Empfehlung dann, meine Damen und Herren. Letztes Aufbäumen für den Konsumcrash. Eben diese Probleme, die der Konsument hat. Jetzt die Situation zum Schulbeginn. Kaufzurückhaltung und unbezahlte Rechnung. Da schauen wir uns oder mein Kollege Hannes Zipfel sich ein paar Einzelhändler an. Was die sagen genau, das ist schon sehr wichtig. Und der dritte und letzte Artikel, der mal so ein bisschen off-topic ist, aber
der ein gängiges Narrativ in Frage stellt, das in den deutschen Medien der Fall ist. Für alle ist völlig klar, Mensch, Putin hat das doch angeordnet und so weiter. Und hier ein Argument eines absolut guten Russlandkenners, warum das vielleicht nicht sehr wahrscheinlich ist oder warum es zumindest ein sehr, sehr gutes Argument dafür gibt, warum Putin das nicht direkt angeordnet haben könnte. Nach wie vor wissen wir das natürlich nicht, werden es vielleicht nie erfahren, aber es ist spannend, mal so Innenansichten zu sehen aus der russischen Gesellschaft, die sie so wohl woanders schlechterdings bekommen. Also diese drei Empfehlungen, ich empfehle mich jetzt ins Wochenende, wünsche das alle Beste und sage Servus, ciao.